Ich heiße Lena Grisky und gehe auf die beste Ballettschule der Welt. Keiner weiß, dass ich eine Zeitreisende aus dem Jahr 1905 bin. Und mein Freund Henry will mich nach Hause zurückholen. Was bisher geschah. Die Zukunft ist gar nicht so schlecht. Das ist ja wunderbar. Ich trage Hosen. Und Jeff hat mir neue Schritte für den Blog beigebracht. Thea scheint mich aber nicht sonderlich zu mögen. Ich weiß, was du vorhast. Endlich habe ich was von Henry gehört. Er ist wieder im Jahr 1905. Du hast deine Freundin in eine Blase gebracht. Niemand kann jetzt zu ihr. Ich glaube, wir brauchen einen neuen Plan. Und denk bitte immer daran, Anmut und Ausdruck machen die Tänzerin aus. Also, ich kann gar nicht noch anmutiger tanzen, finde ich. Ich sage dir, wann du anmutig genug bist, Mademoiselle. Ich finde dich sehr anmutig, Mademoiselle. Wie die Schwanenkönigin. Lasst uns die Schritte zur Musik andeuten und achtet auf die Arme. Wie wär's mit etwas Spaß? Lena hat den perfekten klassischen Ausdruck. Und so etwas haben wir noch nie gesehen. Aber Thea ist eben... Thea, eine tolle Tänzerin und unglaublich viele Follower. Ja. Eigentlich wäre meine Wahl klar gewesen, aber warten wir es erstmal ab. Madame Carré zieht wohl Lenas Stil vor, wette ich. Es ist echt nicht so leicht. Sehen wir uns das mal näher an, ja? Ja. Wir werden beobachtet. Die suchen kleine Mütter. Kleine was? Mütter, also Mentorinnen. Die sind ja süß. Und wie bekomme ich eine? Sie werden dich fragen. Du hast nicht mal ein Profil in den sozialen Netzwerken. Also viel Glück. Dafür brauche ich kein Glück. Ich werde mir selbst eine kleine Mentee auswählen. Morgen wird die Kompanie proben. Diejenige, die mich am meisten beeindruckt, darf dazukommen. Wer gewinnt, darf seine Mentee mitbringen. Ihr dürft jetzt gehen. Lena, du bist ganz neu hier, also ist es nachvollziehbar, dass du die Choreografie noch nicht völlig beherrschst. Ich werde mich verbessern. Ja, das wirst du. Bis morgen. Thea wird dich anleiten. Ja, sicher. Das mache ich gern. Wir müssen Madame Carré beide beeindrucken, aber... Du kennst die Choreo ja gar nicht. Dann wirst du sie mir wohl beibringen. Wenn nicht, wirst du wohl die Schuld haben. Werden wir sehen. Suchst du eine Mentee? Hey! Und ja, komm! Ja! Sie ist wirklich süß. Du kannst ihr zeigen, wie man einen Faden einfädelt und wie man sich hier richtig benimmt. Ja, das ist auch sehr wichtig. Denn die Kleinen wollen alle gern nähen und sich still verhalten. Und wenn mich keiner aussucht? Gabrielle wird es merken. Lena, lass das mit dem Reißverschluss. Aber der ist wunderbar. Sag mal, weißt du schon, was mit uns passiert ist? Das weiß ich nicht. Als wir uns Lenas Zeitmesser schnappen wollten, hat sie damit etwas getan. Möglicherweise hat sie... Etwas mit uns angestellt. Ja, Clive. Sie hat tatsächlich etwas mit uns angestellt. Offensichtlich. Eindeutig kann ihr Zeitmesser Dinge tun, die wir nicht verstehen. Und ein... Von unseren haben wir verloren. Ich habe ihn doch nur liegen gelassen. Und ihr Freund hat ihn gestohlen. Gib ihm die Schuld. Ich will alles über den Zeitmesser wissen. Und über Lena und über ihren Freund. Wie heißt er nochmal? Hey!
Wie heißt du nochmal? Clive? Ja? Wenn du den siehst, den wir suchen, solltest du vielleicht sagen, er ist da drüben. Aha. Komm jetzt. Was steht denn da? Wie ich hörte, bist du ein beeindruckender Ballettschüler. Zeig mir mal deine Moves. Das ist von Paul G. Juhu. Wer ist Paul G? Ja? Nur der wichtigste Tanzveranstalter in Europa. Ja. Oh. Und ich komme mit dir. Jeff, ich habe nicht gesagt, dass ich dahin gehe. Wir gehen mit dem Block nicht nach draußen. Wisst ihr doch. Ich weiß nicht mal, woher der meine Nummer hat. Ach komm, Max, frag ihn das, wenn wir ihn sehen. Also, ihr zwei könnt ja loslaufen und sagen, dass ihr Mitglieder einer Underground-Tanzcrew seid. Ich halte mich da raus. Bis dann. Den brauchen wir nicht. Weißt du was? Lass es uns checken. Ich habe von Clarice so viel gelernt. Sie hat mir nicht nur den besten Knoten beigebracht, sie hat mir auch gezeigt, wie ich meine wunden Füße mit rohem Fleisch behandeln kann. Ist nur ein Scherz. Es ist total eklig. Entschuldige bitte, Lena. Ja, selbstverständlich. Ich meine, ja? Würdest du meine kleine Mutter sein? Ich wünsche mir die Beste. Ja, ja. Danke, Violett. Ich möchte die beste kleine Mutter für dich sein. Oh, danke. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ich gehe zum Unterricht. Bis später. Ist gut. Bis dann. Thea! Du hast meinen Namen genannt, dann sag auch den Rest. Würdest du meine kleine Mutter sein? Ich möchte von der Besten lernen. Hast du Gefährtinnen? Zwei. Dann pass gut auf. Gehen wir. Das ist super! Paul G., einen von euch habe ich eingeladen. Ich weiß noch, letzten Sommer in Berlin, das heiße Ding auf dem Frachtcontainer war der reine Wahnsinn. Bro, ich bin Jeff. Ist mir eine Ehre. Max, ja? Ja. Oh, ich komme dann wieder. Danke für die Einladung und die Anleitung hierher. Wir müssen alles geheim halten, Mann. Erzähl mir was über den Block. Ich bin neugierig. Woher weißt du was darüber? Ich kenne eben eine Menge Leute. Zeig mir mal, was du drauf hast. Jetzt gleich? Ja, zeig mir mal was. Vielleicht habe ich noch ein Plätzchen in meiner neuen Truppe frei. Also gut. Setz dich. Du bist böse, entschuldige. Aber ich... Hättest du dich nur an die Anweisung gehalten, würde Lena nicht festhängen und wir hätten kein Problem. Aber es gibt Schwierigkeiten und wir müssen sofort handeln. Du wirst gar nichts tun. Ich schicke dich zu Onkel Alain die Provence und kläre alles. Allein. Das ist eine gute Idee. Ich packe. Was ist denn mit dir los? Sprich es aus. Das habe ich gemeint. Oh, wenn Blicke töten könnten, das sind Augen des Todes. Es ist vorbei. Ihr werdet alle hier bleiben, bis ich euch zu Alarm bringe. Und dort werdet ihr eingesperrt. Aber warte, warte, Vater, warte. Also das. Hallo, Henry. Dachtest du, du kannst uns entkommen? Ich habe eine Überraschung. Ich habe Glitter. Wir dürfen kein Glitter verwenden. Ist ja auch gar nicht nötig. Dieser Knoten wird ohnehin auffallen. Vielleicht ist es so noch anmutiger. Ist das denn so wichtig? Ja, das ist das A und O. Ist denn der persönliche Stil auch so wichtig? Auf jeden Fall. Ich würde gern allen auffallen. So wie Thea. Naja, dafür gibt es viele Möglichkeiten. Und weißt du, das nächste Mal, wenn du mich siehst, werde ich so sehr auffallen, dass du eine Sonnenbrille brauchen wirst, um nicht geblendet zu sein. Also dann!
dafür, dass der Schuppen hier brennt. Gewinnst du hier, kriegt der Block sofort den größten Respekt und wir können jede Crew herausfordern. Jeff, das weiß ich alles. Okay, vielleicht geht's auch ein bisschen um meinen Traum, aber jetzt lass es krachen. Denk dran, du musst dich selbstständig in Szene setzen. Sieh die anderen gar nicht an. Denn du sollst die Einzige sein. Lena sagt, dass Anmut wichtig ist. Nur für Langweiler, ohne jede Präsenz. Lassen wir das. Wieso redest du auch mit der kleinen Angeberin? Hat sie aus deinen Haaren diese Zwiebel gedreht? Oh je. Falls du mit aller Macht unscheinbar wirken möchtest, mach weiter so. Sei wie sie. Oh, hey! Was geht ab? Was abgeht, ist ein modischer Reinfall. Was trägst du denn da? Ich find's schön. Echt cool. Also erstens, nein. Und zweitens, wieso? Ich gebe nur ein paar Modetipps weiter. An meine Mentee. Mentee? Was höre ich denn da? Also, ich konnte mich zwischen euch nicht entscheiden. Ich habe euch beide gefragt. Warte. Dann ist es ein Wettbewerb. Guten Morgen, Violett. Ist deine Probe mit Thea schon vorbei? Ach, wir proben doch erst nachher. Thea kann ich erst nach dem Frühstück ertragen. Aber sie hat gesagt, ihr trefft euch vor dem Unterricht in Studio C. Dann hat sie unsere Probezeiten geändert? Wieso macht sie denn das? Gut, dass ich dich getroffen habe. Danke. Punkte, weil du mir Frühstück geholt hast, aber ich esse keine Milchprodukte. Keine Punkte. Wieso probst du nicht mit Lena in Studio B? Studio B? Nein, wir sind in Saal 1 in einer Stunde. Lena sagt, Madame Carré hat's geändert. Ich dachte, du wüsstest das. Sie legt sich mit der Falschen an. Hey, Max. Ich hab dir was zum Frühstück geholt. Warum? Ach, weil du es ja gewohnt bist, keinem was zu bringen. Oh! Ach, komm schon, Mann. Ein viel bekannterer Tänzer als du hat dich geschafft. Na und? Sowas kommt eben vor. Dash, was ist, wenn es für den Block die einzige Chance war, in der Underground-Szene was zu werden? Und ich das verbockt habe für uns alle. Hey, Max. Ja, dann ich. Thea, was denkst du dir eigentlich? Du verschiebst unsere Probe und dann erscheinst du gar nicht? Wo warst du? Wo warst du? Du hast die Zeit geändert und den Raum. Ach, du willst nur, dass ich versage. So ein Unsinn. Was hältst du denn davon? Hallo? Thea, Lena, zeig doch mal, wie es mit der Choreografie aussieht. Lena ist noch nicht so weit, Madame Carré. Ist das so, Lena? Ja, Madame Carré. Das ist ziemlich enttäuschend. Ihr habt noch bis zum Ende des Tages Zeit. Seid dann bereit. Und?
läuft's? Schafft ihr es, Madame Carré zu beeindrucken? Ja, es läuft sehr gut. Tatsächlich? Lena, du solltest lieber trainieren, als für deine nervige kleine Menti Sachen zu basteln. Sie ist nicht übel und auch nicht meine Menti, aber am Ende des Tages ist sie's dann. Was tust du dafür? Ich versuche zu gewinnen. Ja, das sehe ich. Aber du gewinnst nur dann gegen Thea, wenn du es schaffst, Gabriels Choreo zu tanzen. Du hast recht. Was mache ich hier? Das habe ich gemeint. Mit dir als Mentorin lernt Violette nur Posen für ein perfektes Selfie und hat nur Freundinnen, die ihr nach dem Mund reden. Und du denkst, bei dir wäre das besser, weil du so tust, alles wäre neu und aufregend. Hallo? Was ist? Wenn meine Freundin und ich anderer Meinung sind, vertragen wir uns auf lustige Art. Vielleicht ein Plié-Relevé-Wettstreit. Ihr seid wahrscheinlich zu alt dafür, aber das macht echt Spaß. Du kannst nicht mithalten. Ich bin dir schon voraus. Wenn man es sich genau überlegt, haben wir das gleiche Ziel. Was? Möchtest du auch alles Wunderbare der Welt auf Zeitreisen kennenlernen? Welcher Zufall. Au. Gleich, wenn dieser ganze Mist vorbei ist, werde ich dich ausradieren. Keiner von uns will auf einem Bauernhof festgehalten werden. Wir wollen alle nur zurück in die Zukunft. Also lasst uns zusammenarbeiten. Und wenn wir hier weg sind, könnt ihr versuchen, mich zu schnappen. Und was schwebt dir vor? Dort oben ist ein Schacht. Da habe ich mich als Kind versteckt. Dort hat mich mein Vater nie gefunden. Wo führt er hin? Das weiß ich nicht genau. Aber sicher nicht zum Hof meines Onkels. Clive? Ja? Geh darauf. Wieso muss ich das immer machen? Hoch mit dir, Clive. Danke sehr. Drehen. Was? Drehen. Rein mit dir, Clive. Ich habe meine Tasche vergessen. Du solltest keinen Ärger machen. Zwei Stunden. Reicht es dir? Nein, gar nicht. Ich fühle mich fantastisch. Ist das dein Ernst? Du schnappst heftig nach Luft? Nein. Das ist nur eine Atemtechnik, die habe ich gerade beim Yoga gelernt. Es heißt Yoga, nicht Yoga. Okay, das reicht. Gabriel kommt gleich und du kannst es immer noch nicht. Wenn du es nicht sofort lernst, bist du raus. Was gar nicht cool ist. Also lerne die Schritte. Okay? Pass auf. Ich gehe davon aus, dass ihr jetzt bereit seid. Eigentlich sollten wir anfangen mit einer überwältigenden Anzahl Pliés und Relevés. Oder habt ihr eure Lektion gelernt? Ja, Madame. Ines, danke, dass du solche kindischen Spielchen unterbinden wolltest. Und danke, dass du ein großartiges Beispiel für deine Menti bist. Und jetzt zur Kompanieprobe. Lerne dort etwas und unterstütze auch deine Menti. Vielen Dank, Madame. Und was euch angeht, Konkurrenz unter Tänzern ist gesund. In gewissen Grenzen. Ich werde nicht zulassen, dass ihr weiterhin meine Zeit vergeudet. Nun gut, fangen wir an. Und plié, relevé. Plié, relevé.
Wieso tut ihr mir sowas an? Ich will baden. Nicht ohne meine Lavendelseife. Du weißt doch, ich habe furchtbare Angst vor Ratten. Du hättest mich warnen können. Das war eine ziemlich gute Idee, Henry. Ich gebe dir 5 Sekunden Vorsprung. 1, 2, 5. Schnappen wir ihn. Hast du das gerade gesehen? Nur die letzten 6 oder so. Was war das für ein Move, ein neuer? Das war der Move von Paul G's Tänzerin. Ich krieg den einfach nicht hin. Wieso versuchst du ihren Move? Du hast eigene. Allerdings, Alter. Du hast echt krasse Moves drauf. Ich will nur nicht, dass wir nochmal verlieren. Der Block. Bist doch nicht du allein. Das da war dein Ding und hatte mit uns nichts zu tun. Vielleicht hat er dich auch echt hochgenommen. Aber zusammen können wir groß rauskommen. Wir brauchen echt neue Moves. Dann lass uns welche finden. Ja, und ab! Gut. Ich habe mir in etwa sowas vorgestellt. Aber mit einem Effekt. Ja, Mann. Alles klar. Cool, Mann. So. Ja? Also. Ja! Ich könnte hier tief einschlafen. Ich auch. Verschwinde. Ich will nicht in deiner Nähe sein. Ich kann nicht. Ich schaffe es ehrlich nicht. Du kannst sie haben. Nein, danke. Auch wenn ihr meine Kleidung gefallen hat. Nein, das stimmt nicht. Das bringt nichts, sich mit unserem Jahrgang anzulegen. Einer hat es vor 2 Jahren versucht und dann musste sie daraufhin das ganze Jahr lang nachsitzen. Zu der Probe konnten wir ihretwegen nicht. Wir haben uns auch so lächerlich gemacht vor Madame Carré. Soll ich vielleicht Madame Carré einen Brief schicken? Ich habe duftendes Papier auf dem Basteltisch in meinem Zimmer. Bitte, du solltest nie wieder Basteltisch sagen und nein, wir senden ihr eine E-Mail. Bitte entschuldigt, ich dachte, ein bisschen harte Konkurrenz wäre was Gutes. Du dachtest, 2 Tänzerinnen aus einer Klasse gegeneinander aufzuhetzen wäre was Gutes? Wir sind eine Familie und das Ganze war völlig falsch. Aber alle wissen doch, dass ihr euch nicht leiden könnt. Was redest du denn da, sag mal? Alle wissen doch, dass ich Lena sehr mag. Oh, genau. Und ich auch Thea. Was zwischen uns stattfindet, ist nur Konkurrenz unter Freunden. Und was du getan hast, ist Sabotage. Allerdings. Und als Strafmaßnahme gehst du los und räumst mein Zimmer auf, nähst meine Spitzenschuhe und polierst meine Pokale. Ehrlich? Das ist erst der Anfang. Wärst du jetzt doch ihre Mentorin? Wieso nicht? Mit ihrer harten Konkurrenz hat sie mich überzeugt. Die Kleine ist ein teuflisches Genie. Sie ist widerlich. Ich korrigiere. Sie ist wie ich. Und jemand muss sich um ein solches Talent kümmern. Jetzt zur Probe. Brauchst du was? Ja, bitte, neue Füße. Da kann ich dir leider nicht helfen. Wie wär's mit... Oh, Salz aus dem Toten Meer. Das wäre großartig für die Füße. Massier sie einfach richtig. Ihr seid ja süß. Leg das Eis da auf meine Füße. Ich dachte, du willst nicht mehr Mentorin sein. Es ist wunderbar, sie anzuspornen. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Komm. Viel Spaß heute Abend. Und danke. Da kannst du Origami falten.